Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. So, für das heutige Video habe ich ehrlich gesagt relativ lange nach einem beherrschenden Motiv, nach dem Hauptthema oder was auch immer gesucht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, es gibt keins. Ich mache jetzt einfach mal mehrere kleinere Sachen, die mir jetzt mal spontan so einfallen. Und unter anderem versuche ich auch mal ein, zwei Fragen zu beantworten, die mir gestellt wurden. Eine davon hat mit einer MTU zu tun. Nämlich war die Frage, wie kann ich quasi einem Korb- oder Flottenkameraden oder wem auch immer Rechte geben, meine MTU zu nutzen, zu öffnen, den Inhalt zu plündern oder was auch immer. Ich habe jetzt keine MTU dabei, aber ich habe ein mobiles Depot dabei und die fallen in die gleiche Kategorie. Um so ein Ding einzusetzen, egal ob so ein Depot oder eine Traktor-Unit ist, muss man sie halt erst einmal starten. Dabei fällt einem dann hier auf, dass es halt nur die Option Launch for Self gibt. Und das machen wir jetzt mal, denn es dauert eine Minute, bis das Ding aktiviert ist. Das ist jetzt zum Beispiel ein Unterschied zu Strukturen, die man nur für die eigene Kooperation launchen kann. Und wenn man, möglicherweise bräuchte man dafür auch sogar noch bestimmte Rechte. Das kann ich jetzt nicht ausprobieren. Vielleicht ist es durchaus möglich, dass jedes Mitglied einer Corp also eine Struktur launchen kann, aber verwalten, sprich betanken, ausrüsten, die Waffenkontrolle übernehmen und so weiter, das können halt definitiv nur Korpsmitglieder, die dafür bestimmte Rechte eingeräumt bekommen haben. Bei denen gibt es dann also diese Option Launch for Self nicht. Und bei den dieser Kategorie von Gegenständen, mobilen irgendwas, gibt es die Kategorie Launch for Corporation nicht. Da gibt es nur Launch for Self. Das ist bei der MTU genauso wie hier bei dem Depot auch. Jetzt ist es aufgestellt. Wenn ich jetzt einen Rechtsklick mache, klar gibt es so die üblichen Dinge, die man machen kann. Man kann den Fitting Service nutzen, dafür ist es halt da. Bei der MTU würde man hier den Cargo Hold öffnen. Man kann das kann man hier natürlich auch tun, wenn hat auch ein Cargo Hold von 3000 Kubikmeter, da kann man halt einiges reinschmeißen. Dann gibt es Scoop to Cargo Hold, damit packt man das Ding halt wieder ein. Und ja, Safe Location, Namen und so weiter, alles wunderbar. Was es nicht gibt, ist eine Option, wie man sie zum Beispiel beim Fleet Hangar oder bei einer Ship Maintenance Bay kennt, meinetwegen auf einer Orca, wer mit der schon mal gemeint hat. Man kann niemandem die Rechte geben, auf dieses Ding zuzugreifen. Und damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Wie kann man einem Korpsmitglied Rechte geben, das Ding zu benutzen und einzusetzen? Gar nicht. Geht nicht. Im Gegensatz zu etwas anderem, nehmen wir mal hier, schmeißen wir hier mal das hier über Jettison, das geht aus dem Cargo Hold ja auch, einfach mal raus. Da entsteht ja bekanntlich dann ein Container. Und auch diesen Container kann man halt öffnen, Namen abspeichern und so weiter. Und man kann ihn auch noch ja, aufgeben, sozusagen. Wenn man das tut, steht dann hier, dann sind die Inhalte frei für jeden. Und jeder kann sich die Dinger, die Inhalte quasi greifen. Das Ding wird dann auch blau, um anzuzeigen, dass niemand mehr Besitzrecht hat. Im Gegensatz zu gelben Containern, das sind ja die, auf die jemand anders Anspruch hat im Overview. Und grau sind halt die eigenen, auf die man auch gefahrlos zugreifen kann. Das Ding kann sich jetzt also jeder straflos nehmen. Ich natürlich auch. So, wenn er leer ist, verschwindet das Ding ja auch wieder. Diese Abandon-Option gibt es beim mobilen Depot also zum Beispiel auch nicht.
auch bei der MTU nicht. Also man kann nicht das Besitzrecht an einer MTU oder an einem mobilen Depot aufgeben. Was allerdings, meine ich, durchaus möglich ist, ist, dass jemand anders die Dinge halt einfach klaut oder zerstört. Und das gilt halt auch nicht als Kriminalvergehen, für das man von Concord abgeschossen wird. Man kriegt dann zwar einen gelben Timer und der Besitzer hat dementsprechend auch Killrecht und so weiter, aber man wird nicht von Concord abgeschossen. Das heißt, wenn man das unbedingt will, dann sollte es eigentlich auch möglich sein, dass jemand aus der eigenen Flotte, aus der eigenen Corp einfach das Ding sich greift. Muss man natürlich schon darauf hoffen, dass derjenige es dann halt auch zurückgibt. Ich persönlich habe allerdings noch nicht erlebt, dass es groß Bedürfnis danach gibt, das Eigentum oder die Rechte an so einem Gegenstand mit jemand anders zu teilen. Falls ich jetzt hier totalen Schwachsinn erzählt habe und es doch Möglichkeiten gibt oder vielleicht sogar Gelegenheiten, bei denen das Ganze wichtig sein könnte, der soll mir das bitte schreiben. Die zweite Frage von dem gleichen Zuschauer war die nach den POS-Strukturen. Player und Structures, meistens synonym verwendet mit dem Control Tower, der in der Mitte dieser Strukturen stand. Und wenn man mal in den Markt guckt, dann sieht man, dass es die Dinge also durchaus auch noch gibt. Und zwar nicht unbedingt alle Größen, aber hier Mediums zum Beispiel, kleine gibt es noch. Hier ist auch mal ein großer dabei, ein Kaldari Tower. Also man kann die Dinger durchaus noch kaufen. Sie sind in-game noch verfügbar. Man kann sie, soweit ich weiß, auch noch verankern, betanken, Force Field aufstellen. Müsste eigentlich alles noch gehen. Denn sie sind noch nicht komplett aus dem Spiel genommen worden. Die Gründe dafür mögen vielfältige sein, warum das auch immer CCP noch nicht gemacht hat. Ich habe das letzte Mal im April etwas dazu gelesen, da hieß es auf die Frage, wann die Post komplett entfernt wird. Bald. Trademark. Ja, Gründe wurden dafür nicht genannt und auch kein genauer Zeitplan. Das heißt, es müsste eigentlich noch funktionieren. Ich wollte jetzt nicht unbedingt 150 Millionen ausgeben, um es auszuprobieren, aber kann man ja auf dem Testserver gerne mal kostenfrei machen. Habe ich jetzt leider nicht dran gedacht. Man kann die Dinger also noch aufstellen und zumindest den Schutzschild auch noch benutzen. Die meisten Module dürften außer Funktion sein, und zwar die, für die es entsprechende Module auf den Abwehrstrukturen gibt, also auf den Zitadellen, Refineries und Engineering-Komplexen, denn dazu wurden sie ja gemacht und deswegen wurden diese Strukturen halt außer Dienst gestellt. Im Markt findet man immer noch einige davon. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob die theoretisch noch funktionieren würden oder ob das einfach quasi so Scamming-Angebote sind, dass quasi nur die Module, die aufgestellt waren, entfernt wurden, aber die, die zu dem Zeitpunkt im Markt vorhanden waren, halt immer noch vorhanden sind. Man kann ja, indem man den Preis verändert, die Dinger quasi unbegrenzt im Markt halten. Keine Ahnung. Möchte ich auch nicht ausprobieren. Die Zeit der Post ist vorbei, was manche sicherlich bedauern werden. Die Funktion als Schutzschildgenerator ist natürlich immer noch interessant. Zumindest im HiSec ist eine Post quasi unverwundbar und zerstörbar, solange man nicht den Krieg erklärt bekommen hat. Und wenn man den Krieg erklärt bekommen hat, kriegt man das ja rechtzeitig mit. Und auch gerade in Wurmlöchern und Ähnlichem war diese Schutzschildfunktion natürlich sehr willkommen. Meine eigene NullSec-Corp, wo ich Mitglied bin, hatte zum Beispiel immer so ein Schutzschild irgendwo stehen, um sich da notfalls drin retten zu können. Und unter dem Schutzschild auch einige herrenlose Schiffe geparkt, die man dann notfalls hätte bemannen können. Also auch für die Schutzschildsfunktion gibt es vielleicht noch die eine oder andere Verwendung. Dann ein bisschen zum aktuellen Geschehen. Und zumindest für diejenigen interessant, die im NullSec unterwegs sind, was sicherlich jedem aufgefallen sein dürfte, und auch denjenigen, die
dort nicht unterwegs sind, haben sicherlich gelesen, dass es dort diesen Blackout aktuell im lokalen Chat gibt. Das heißt, es werden hier keine Piloten, die im System sind, mehr angezeigt, solange sie nicht reinschreiben in den Chat. Also per Default dieselben Einstellungen, wie man sie aus Wurmlöchern kennt. Das bedeutet, man kann allein mit einem Blick auf den Chat dort nicht erkennen, wie viele Leute im System sind. Und da es ja jetzt noch nicht so furchtbar schwer ist, für ein Omega zumindest die Skills zum Cloaken zu erlernen, kann man selbst mit einem Blick auf den D-Scan halt nicht mehr sicher sein, zu wissen, wer und wie viele Personen sich im gleichen System aufhalten. Das ist natürlich extrem ärgerlich für alle möglichen Aktivitäten in NullSec, sowohl für die friedlichen wie Planetary Interaction oder Minern, als auch fürs Ratten. Denn wenn man gerade sich mit NPCs anlegt, möchte man natürlich nicht irgendwie getaggelt und abgeschossen werden. Und ja, auch für Teile des PvP kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so total geil ist. Zumindest für die groß angelegten Schlachten zwischen den großen Machtblöcken in EVE, denn die leben halt vor allen Dingen vom Intel, sprich von den Informationen, wo ist der Gegner, wie stark ist der Gegner, was für Typen von Schiffen hat er und so weiter. Und das sind dann alles Dinge, zumindest teilweise konnte man die mit einem einfachen Blick in den lokalen Chat halt erfahren. Das heißt, ich denke hauptsächlich so für Solo- oder Gruppenroams, für Leute, die also einfach von System zu System ziehen und Opfer suchen, ist das ganz interessant. Denn wenn jemand aktiv ist in einem System, wird er in der Regel nicht getarnt sein und ist dementsprechend über den D-Scan aufzufinden, während das Opfer halt nicht mehr unbedingt mitbekommt, dass da jemand ist, wenn die Schiffe getarnt springen und sich sofort nach dem Gate auch erstmal tarnen und einen Scout vorschicken, der eben halt schnell sich enttarnt, vielleicht Scannerproben rausjagt oder erstmal mit dem Directional Scanner alles abfrühstückt. Also da ist man natürlich relativ freiwillig und schnell wird man da vernichtet. Das heißt, Mining oder ähnliche Aktivitäten funktionieren eigentlich nur, wenn man gleichzeitig so eine Art Schutzflotte hat. Und selbst da habe ich so meine Zweifel, wie gut das Ganze funktioniert. Denn allein die Gates bewachen wird auf Dauer nicht ausreichen. Also selbst wenn man so eine kleine Pocket hat, wo es nur einen Eingang gibt und man das Tor dahin bewacht, also erstmal müsste man das ja quasi 24/7 machen, was kleinere und mittlere Korps überhaupt nicht organisieren können. Und selbst dann kann einem natürlich mal eben schnell einer durch die Lappen gehen. Also selbst mit Warp Bubble, wenn da ein Interceptor oder sowas reinkommt, der immun dagegen ist, der unter 2 Sekunden warpt, dann ist der halt mal im System. Und wenn der dann noch ein Zyno hat, dann kann er halt auch viele Kumpels reinwarpen lassen, ne? Die irgendwo in der Nähe warten. Und wenn die sich dann auch noch ausloggen und zu irgendeiner anderen Zeit wieder einloggen, dann hat man halt quasi die unbekannte Gefahr im System und merkt es halt erst, wenn es zu spät ist. Ja, das finde ich als jemand, der PvP hasst, weniger schön. Und ich habe eigentlich seitdem auch nur einmal im NullSec noch PI abgeholt und sonst eigentlich nichts mehr gemacht. Und das geht auch vielen, wie ich so mit ein paar Gesprächen rausbekommen habe, vielen anderen mit eher friedlichem PvE oder Mining-Fokus genauso. Klar, wer hat schon Bock, da irgendwie seine Schiffe zu verlieren und Killmails für andere zu generieren? Das wiederum führt dann dazu, dass halt Nachschub an PI, Eis und Erzen aus dem NullSec auch in den Heise geringer wird. Und das vermutlich wird wiederum dazu führen, dass das Angebot knapper wird und dementsprechend auch die Preise steigen. Das heißt, ich denke mal, diejenigen, die ein bisschen vorausschauend waren und für solche Spielchen quasi ein Faible haben, mögen da vielleicht schon ein bisschen gebunkert haben.
haben sich vielleicht eingedeckt und hoffen jetzt auf Preisanstiege, wenn so langsam der Nachschub aus dem Nullsack geringer wird. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es mit solchen Spekulationen nicht so, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Und das wiederum dürfte auch dazu führen, dass Leute so wie ich sich halt und Leute, denen es ähnlich geht, sich dann halt wieder im Heisig rumtreiben und da vielleicht den Leuten, die sowieso schon im Heisig sind, auch ein bisschen wieder den Content streitig machen. Ich meine, sei es bei den Invasionen, na, ein bisschen Dead Space geht ja nicht, das gibt es ja genug für alle, aber bei den Invasionen zum Beispiel oder die Data- oder Relic-Sites oder die Kampf-Sites oder was auch immer, vielleicht wird auch Heisig-Mining wieder lohnender. Die Preise sind ja durchaus für einige Mineralien schon wieder gestiegen. Und gerade die nur im Nullsack erhältlichen Eis- und Erz- und Mineralsorten werden vermutlich dann weiter im Preis steigen. Bei Tritanium, Pyrit und so weiter kann man das ja, wie gesagt, im Heisig gegenminern, aber ja, Morphit und solche Sachen kriegt man halt nur im 00 oder in Wurmlöchern. Und da bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Dementsprechend werden sich jetzt sicherlich auch einige dann nach alternativen Einkommensquellen umsehen. Wie gesagt, ein bisschen Dead Space oder auch Missionen, weil es die ja quasi unendlich viele gibt, werden keinem wehtun. Interessant ist natürlich auch, wenn viele, die im 00 hauptsächlich produzieren, dann ihr Augenmerk erstmal wieder auf das Heisek legen. Denn dann werden sicherlich einige Waren in höherem Maße angeboten, was die Preise dann wiederum verdirbt. Oder zumindest senkt. Für mich jetzt weniger das Problem. Ich habe sowieso schon immer das meiste Geld eigentlich im Heisek verdient, indem ich T2 oder auch T3 und einige ausgewählte T1 Gegenstände hergestellt habe. Aber auch da erkennt man so ein bisschen die Auswirkungen vergangener Patches, wenn man so will. Oder ich bilde es mir zumindest ein. Ich hatte es auch schon mal kurz erwähnt. Es gibt ja halt als Ausgangsmaterialien eigentlich nur Erze, manchmal ein bisschen PI oder Salvage-Materialien, vor allem hier für die Rigs. Und ich glaube, hier war einer drin. Das ist eine Rig, die ich zum Beispiel sehr gerne herstelle. Und da sind zum Beispiel hier diese Logic Circuits drin. Ja, und wenn man da mal auf die Preise guckt, ich bin jetzt nicht gerade im Bereich eines Trade Hubs, sieht man also gar nichts. Also auf Jita gehen die Dinger für 1,2 Millionen weg. Wogegen man hier halt erstmal gar keine kriegt im Moment. Und noch zu besseren Preisen. Aber darüber hatte ich auch schon vor einiger Zeit mal berichtet. Also die Preise für Salvage-Materialien sind gestiegen. Das kann, was eigentlich nur daran liegen kann, dass weniger Leute salvagen, was wiederum bedeutet, dass die Leute was anderes tun. Wie zum Beispiel ein bisschen Dead Space unsicher machen oder so. Kann sein, dass die Leute jetzt erstmal wieder zurückkehren, erstmal ein paar Level 4 Missionen machen und dann auch das Zeug hier wieder abbauen. Abbauen, also salvagen und auf den Markt schmeißen, was auch wiederum Preiseffekte haben dürfte. Wenn sie das tun. Und dann ist natürlich quasi NPCs abschießen und zerlegen unter der Würde der Leute ist, dann wird es vermutlich eine Weile bei diesen Preisen bleiben. Ferner für Tech 2, ja, auch nicht wegzudenken, sind Dekryptoren. Und die beliebteren, wie zum Beispiel der Augmentation Dekryptor oder die optimierten Versionen, auch die sind jetzt hier in dieser gottverlassenen Gegend nicht unbedingt zu kriegen. Parity Dekryptoren haben Allzeithoch erreicht. Also die optimierten, die liegen, der eine liegt bei weit über 5, der andere glaube ich bei ist noch höher. Das heißt, wenn man die Dinger braucht für Tech-2-Produktion, hat man auch da bei den Ausgangsmaterialien im Moment mit Allzeithochs zu kämpfen. Und
Bei denen ist es vielleicht nicht ganz so krass. Aber selbst da, bei den geringen Zahlen und in dieser Hinterwäldlergegend, wo ich jetzt gerade bin, erkennt man schon einen, wenn auch vielleicht moderateren Preisanstieg. Aber Dekryptoren, sie sind halt teuer. Und den Augmentation Decryptor zum Beispiel habe ich immer sehr gerne eingesetzt, wenn ich T2 RIX erforscht habe. Der aktuelle Preis von 1,7 ist auch das, was man so in Jitter zahlt. 1,7, 1,8. Und wenn ich dann halt, ich mache meistens so 20er Erfindungen, also 20 Stück, dann zahle ich halt schon mal 34 Millionen nur für die Dekryptoren, noch ohne die Data Cores und so weiter. Und da muss man halt schon mal einiges von der hoffentlich möglichst erfolgreichen Erfindung nur dafür herstellen und verkaufen, um den Preis für die Dekryptoren wieder rauszuhaben. Also auf das hat einiges an Auswirkungen. Und Augmentation oder alle Dekryptoren kriegt man ja auch im HiSec aus Data und Relic Sites. Die aber offen, oder Data Sites vielmehr aus Relic Sites nicht, die halt lange Zeit unpopulär waren, unattraktiv, die keiner gemacht hat, die sich jetzt aber vielleicht auch wieder mehr Leute anschauen werden. Das sind jetzt alles nur Spekulationen, aber ich hoffe jetzt einigermaßen nah dran an der tatsächlichen Wahrheit und ein paar Informationen zu Fragen, die man an mich herangetreten sind, wurden. Mein Deutsch ist heute nicht das Beste, aber das macht nichts, denn die Folge ist jetzt ja eigentlich auch vorbei. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr zu den Themen, die ich behandelt habe, eine Meinung habt. Wenn ihr mich korrigieren wollt oder ergänzen, bitte immer reichlich unter die Videobeschreibung gucken, vielleicht auch drunter schreiben, vielleicht auch mal einen Daumen nach oben vergeben oder auch abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, damit mein Kanal weiterhin oder vielleicht auch noch besser gefunden wird und die jeweiligen Videos. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten sage ich an dieser Stelle mal wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Casuality.